Eine Hörerin auf 100,5 hatte Ärger mit Vodafone. Da ging es natürlich um Kündigungen, die angeblich nicht zugestellt wurden. Ein altbekanntes Thema. Hallo, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers und Kreuzer. Es gibt mittlerweile im Internet ganze Foren über die Telekom, aber auch über Vodafone, dass angeblich Kündigungen nicht angekommen sind dort. Man ist ja selbst als derjenige, der kündigt, beweispflichtig, dass die Kündigung auch dort angekommen ist. Mittlerweile bieten die Telefongesellschaften eigene Formulare im Internet auf deren Webseiten. Dort bekommt man dann auch eine solche Bestätigung. Im Fall der Hörerin hat Vodafone dem noch die Krone aufgesetzt, indem sie gesagt hat, die Hörerin hätte die Telefonnummer bei der Kündigung nicht angegeben und deswegen sei die Kündigung nicht wirksam. Das ist natürlich Quatsch, denn wenn nicht die Telefongesellschaft, wer soll denn sonst aus den Daten eine Zuordnung vornehmen können? Wobei die Hörerin auch nur einen einzigen Vertrag bei Vodafone hatte. Also diese Kündigung ist auf jeden Fall wirksam. Wir haben dann der Hörerin geraten, die Lastschriften zu widerrufen und auch zurückzugeben und ruhig einen neuen Vertrag abzuschließen. Nachteil der ganzen Sache ist dann immer, wenn man noch einen offenen Streit hat mit der Telefongesellschaft, dass man die Rufnummer nicht mitnehmen kann. Also hier muss man überlegen, ob man dann Vodafone kommen lässt wegen der offenen Rechnung oder eben aktiv wird und auch vielleicht gerichtlich dann feststellen lässt, dass die Kündigung wirksam ist, um die Rufnummer mitzunehmen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Schauen Sie sich bei uns in der Playlist um, da finden Sie zu diesem Thema noch viele weitere interessante Videos.